Naja, vielleicht hätte ich doch ein bisschen langsamer drücken sollen. So, das war jetzt wirklich ein nettes, sehr nettes Platzerl in der Nähe von der Stadt Tata, in einem Nationalpark, eine Ebene von 1400 Meter. Das ist eine willkommene Abwechslung zu den Städten, wo ich jetzt vorher war. Nichtsdestotrotz geht es jetzt weiter nach Figit, glaube ich, heißt das. Eine Oasenstadt in der Nähe zur Grenze zu Algerien. Die bilde ich mir irgendwie ein. Da fährt jetzt keiner hin, deswegen fahre ich jetzt hin. Ein ziemliches Stückerl. Mal schauen, ob ich das an einem Tag schaffe. Tanken, mein Verbrauch war 3,8 Liter auf 100 Kilometer, obwohl ich schneller gefahren bin, als was die Polizei erlaubt. Ja, kann mich echt nicht beklagen. Benzin kostet umgerechnet 1,60 Euro, es geht. Jetzt gibt es Kaffee, Wasser und dann geht's weiter. Da bin ich jetzt irgendwo im Nirgendwo. Die Strecke geht jetzt 30 Kilometer so dahin. Und bis jetzt geht es hier ganz gut. Ich hoffe, es bleibt so. Fünf Kilometer bin ich jetzt da mal gefahren. Ja, Straße muss man sich halt manchmal irgendwie dazu denken. Ja, wenn es so bleibt, dann geht es eh. Und die Reifen halten. Wasser habe ich genug mit. Bis später.
So, ich bin jetzt in Debdu. Ich habe gedacht, die Strecke wird Fahrt, aber bis jetzt ist da gar nichts Fahrt. War alles dabei, super schöne Pisten, die gut gegangen sind mit der Maya. Schöne Landschaft, das ist jetzt auch schön. Jetzt kommt gleich noch eine Bergstraße, weil ich noch irgendwie über diesen Berg da muss. Ich weiß nur nicht, ob ich es bis nach Figet schaffe, weil es sind noch immer 350 Kilometer und es ist 3, also höchstwahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es ein Hotel dazwischen gibt. Nach Figuik, so heißt es. Ja. Ja. Aber jetzt gibt es mal Kaffee, Schnitten und dann Tonic. Mal schauen, wo ich heute lande. So, Dienstag. 60 x zickt wiederum, keine Ahnung, was jetzt wieder ist. Wir sind mit dem One-Button Aufnahmeknopf nicht auf. Hört irgendwann mal beim Aufnehmen auf. Dann verliert ihr den Kontakt zur Speicherkarte. Nerviges Teil, leider. Eigentlich leider geil, aber wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass ich die Sachen aufnehme, das ist echt. Wenn es irgendwo einen Ort gibt, das nirgendwo heißt, dann muss das glaube ich hier sein, weil hier bin ich im Nirgendwo. Hier ist nichts. Hier ist irgendwie wirklich nichts. Aber mich faszinieren ja solche Landschaften. Es ist übrigens eine Hochebene irgendwie. Also es ist, ich bin auf 1500 Meter ungefähr. Es hat sogar vorher geregnet, es donnert auch manchmal. Ja, sehr spannend. Ja, wo man nicht überall hinkommt. Thank you.
Leder. سيد في أبو عرفة سيد في أبو غرب أبو عرفة قتل أبو عرفة سيد في هنا يا زيد فرنسي ها إنجليش إنجليش Vielleicht hätte ich doch ein bisschen langsamer drücken. Das hat jetzt ganz schön gespritzt. Das ist so schön ist und jetzt, wenn man 16 Grad hat, schalte ich die Heizung ein. Das in Marokko. Da sollte ich in einer halben Stunde irgendwo da sein, wo es ein Hotel gibt. Ich hoffe, das stimmt. Ja, zu guter Letzt noch ein bisschen Sandsturm, ne? Mal, es knirscht schon zwischen den Schienen. Knirscht schon. Heute gibt's mal was anderes. Wurscht. Bratwurst. Mal schauen. Das ist nicht gut, das köstlich ist. Wasser. Thank you.
so schaut ein 5-Euro Hotelzimmer in Marokko aus. Ich bin in Figuit, da wollte ich hin, das ist bei der algerischen Grenze, ganz im Süden von Marokko. Billig ist es deswegen, weil die Ohren nicht funktionieren. Es gibt nur einen Stock daneben, ein geteiltes Bad. Und da gibt es auch keine Dusche, sondern nur einen Schöpfer und Kübel. Aber das bin ich ja von Indien gewohnt und für ein, zwei Tage ist nur das. Das ist dann schon voll okay. Die Matratzen sind okay. Und das Wichtigste ist, es ist sauber. Und wird schon passen. Wenn es mir gut gefällt, dann bleibe ich vielleicht noch eine zweite Nacht. Und das Geld, was ich mir da einspare, das kann ich ja dann woanders ausgeben. Und habe da schon was im Auge. Es ist sauber. Passt schon. Ein Frau. Und ich muss sagen, es ist mit Abstand das größte Zimmer, was ich jemals hatte in Marokko. Weil die Zimmer sind alle irrsinnig klein. Und wenn man dann noch das ganze Motorrad klumpert hat, hat man oft überhaupt keinen Platz mehr. Aber das geht in dem Zimmer. Man muss ja das Positive im Auge behalten. Ah, eindeutig. Sanddünen. Ich bin in Marokko.